Hallo ihr Lieben, so, heute lernt ihr Noras Privatleben kennen. Ihr habt mich ja bisher in meiner Rolle als Nora Altmaier nur im Krankenhaus erlebt, wo ich die Stationsleitung bin. Und hier wohnt Nora Altmaier. Ihr befindet euch mitten in meinem Wohnzimmer und ich führe euch jetzt in meine Küche und ein bisschen rum und wir gucken zusammen, passt das eigentlich zu Nora? Hier ist Noras Küche. Das ist von unserer Ausstattung beklebt worden. Diese Marke gibt es nämlich gar nicht. Habe ich gerade getrunken. Wir haben gerade hier eine Szene gedreht. Das werdet ihr dann am Ende von Folge 11 sehen. Hier backt sie und kocht für Milo. Und wie ist das so? Wie findet ihr das? Ich als Mimi lebe sehr bunt, zum Leidwesen meiner Kinder. Die machen dann immer alles Bunte weg. Und finde diese Küche aber eigentlich ganz gemütlich. Ja, so lebt Nora. So, wir sind in Noras Esszimmer. Es ist sehr aufgeräumt. Nora ist jemand, der das Leben gerne ordentlich hat. Und das sieht man, finde ich, auch in dieser Einrichtung. Es ist sehr sortiert und strukturiert. So, ihr süßen Nachtschwestern, Gucker. Das hier ist meine Fotokollage mit Milo, mit meinem Spielsohn Elias. Also Elias heißt dann echt, Milo ist sein Spielname. Und da sieht man unsere glücklichen Zeiten. Hier sitzt Nora immer, schaut. Und schreibt ein bisschen und macht ihre Rechnungen und sortiert sich. Das ist so Noras Platz, wo sie sich entspannt und morgens ihren Kaffee trinkt. Beziehungsweise eigentlich am Abend ihren Kaffee trinkt, bevor sie zur Arbeit geht. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick von Noras Wohnung bekommen. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Nachtschwestern bei RTL und jederzeit bei TV Now. Wann ihr Lust auf uns habt, TV Now einschalten.